Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Cyberpunk hier am Ende. Es zieht ein Sturm auf. Panam, wie mit Judy. Wir wollen die Stadt verlassen, wollen alles hinter uns lassen. Und ich hoffe halt, dass wir hier noch gut durchkommen, denn was in der letzten Folge angesprochen wurde, dass Arasaka schon wieder viel, viel Verteidigung bei diesem Tunnel aufgebaut hat, wo wir durch wollen, hoffe ich, dass wir hier niemand mehr verlieren. Wir müssen nämlich nicht auch noch mit den Panzer fahren. Und ich denke mal, da müssen wir auch wieder ein bisschen rumballern. Da bin ich mal gespannt. Mitch, ihm geht's auch gut. Er hat die Panzerfahrt auch überlebt. Ist das nicht Panams Wagen? Das ist doch nicht dein Wagen, Mitch. Ah, wahrscheinlich fährt er den und Panam mit mir den Panzer, ne? So, ich finde es auch super schön, dass Judy mit dabei ist und er auch die Stadt verlassen will und den ganzen Scheiß in der Stadt da hinter sich lassen möchte. Okay. Ein neues Leben. Du siehst scheiße aus. Bekommt dir die frische Luft etwa so schlecht? Hey, Cassidy. Geiles Dach hast du da, dass du dich einfach durchdrücken kannst. Mir geht's gut. Ganz im Gegenteil, Cowboy. Ich fühle mich endlich richtig lebendig. Ich mochte den Optimismus der Jugend schon immer. Schlechte Gedanken denken sich leicht, aber sie verzerren die Wahrheit. Denk, dass dir der Sprit ausgeht und es passiert. Denk über den Tod nach und deine Tage sind gezählt. Jetzt mach dich lieber fertig. Wir müssen eine Grenze überqueren und einem Sturm entkommen. Straffer Zeitplan für einen Tag. Ja. Dann setz dich wieder in dein Auto rein und mach das Dachfenster zu. Das, was nicht da ist. Okay. Judy, ich hoffe, du findest auch einen Ort zum Mitfahren. Und ich hoffe, das ist deine letzte Zigarette, ne? Lass alles hinter dir. Auch die Zigaretten, die kannst du auch in der Stadt lassen. Die brauchen wir nicht da, wo wir hinfahren. Aber sie ist da. Das ist schon mal schön. Da haben wir in der letzten Folge schon Sorgen gemacht. Danke an alle, die letzte Folge wieder einen Daumen nach oben da gelassen haben und hier auch bis zum Ende des Let's Plays mit dabei waren. Mit dieser packenden Geschichte. Ne, Cassidy? Ich gehe mal hoch zum Panzer. Raus aus der Stadt. Alle. Bitte lebend. Hey, Panam. Wir sind soweit. Nach dir, Panam. Alles bereit? Bereit? Mhm. Dann verlink dich. Verschwinden wir von hier. Jawohl. Alles klar. Riders of the Storm, würde ich mal sagen. Das ist ein großer Neubeginn. Also musst du wie ein echter Nomade anfangen. Und das Steuer übernehmen. Ja, danke schön. Fahr einfach geradeaus, meide die großen Löcher und verliere die anderen nicht. Okay? Aha. Ja, ich meide die Löcher. Ich kümmere mich ums Nitro. Der Mix geht direkt in die Zylinder. Geil. Und wenn ich das nicht manuell abstimme, fliegen wir in die Luft. Das lassen wir lieber. Ja. Ich bin froh, dass wir das tun. Judy. Du meinst abhauen? Mhm. Hab mich heute von den Mox verabschiedet. Schön. Dachten fast alle, ich würde einen Rückzieher machen. Die haben sogar gewettet, dass ich mit eingezogenem Schwanz wieder angekrochen komme. Haben sie ja selbst oft genug so gemacht. Dann werden die meisten wohl mächtig Kohle verlieren. Habe ich dir je erzählt, dass ich das mit Evelyn vorhatte? Night City für immer verlassen? Echt? Hab davon geträumt, wie es wird, wenn wir es endlich schaffen. Tut mir leid, Judy. Mach dir nichts draus. Tu ich auch nicht. Ich dachte nur, ich erwähn's, um den Traum auch loszulassen. Klar. Alter, zieht euch den Sturm rein. Gut, dass wir im Panzer sitzen, ey. Aber hoffentlich halten die anderen Fahrzeuge das auch aus. Bereit? Wurde bereits geboren. Dann gib Gas. Zielgerade. Volle Kraft voraus. Okay, mit dem Panzer können wir eigentlich ganz gut durchgucken hier. Ich fahre einfach mal hinter dem Fahrzeug hinterher, was da vor mir liegt. Oh oh. Das war die Grenze gerade, die wir überschritten haben. Carol, Cassidy, Bewegung! Ich fahre nach Westen und aktiviere die Störsender. Okay. Sie haben mich markiert. Ich drehe nach Osten ab. Viel Glück, Leute. Dankeschön. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Straße zu Tunnel, das sind noch 50 Meter, ne? Oder doch noch länger weg. Komm schon. Nitro ist bereit. Musste bisher aber noch nicht schießen. Letzte Chance. Hab nichts mehr zu sagen.
Ich sehe auch niemanden. Aber ich sehe auch keine Drohnen. Noch sieht's gut aus. Hau rein. Das Steuer gehört dir. Los geht's! Oh, ich muss nicht mehr weiterfahren. Praktisch. Huch, da ist der Tunnel. Genau. Aua. Das, was du wolltest. Das war aber eine... Euer Anfang. Jetzt nicht bremsen, Panam. Nicht jetzt. Was für eine Bruchlandung gemacht, dachte ich. Doch, keine Kämpfe mehr? Ich kenne halt das Spiel nicht, deswegen wusste ich halt nicht, was da alles noch kommt. Ich kann auch nicht feuern. Boom! Wieso ist denn hier dunkel? Es ist Nacht. Oh, wir sehen wie mal endlich mal von vorn. Wie schön. Mit der alte Kaldos Jacke und ihre Kette auch noch um. Wow. Das ist aber eine Einstellung. Sowas hätte ich echt mal viel häufiger gerne gesehen, dass wir unseren Charakter auch mal sehen, den wir da spielen und nicht immer nur im Spiegel. Nicht mehr an den Tod denken. Lass den Tod hinter dir. Ah, da wäre eigentlich auch noch toll gewesen, wenn Judy da jetzt auch noch sitzen würde. So als letztes Bild. Und? Ich fühle mich, als wäre ich endlich zu Hause, Panam. Und wir haben sie reden sehen. Ach toll, ey, sowas am Ende des Spiels. Hey, wie? Wie ist das Leben da draußen in der Wüste so? Sonnst du dich und atmest frische Luft? Vergiss nicht, hin und wieder mal ein Check-up machen zu lassen. Einmal Staub oder Schmutz unter der Isolierung und du hast's hinter dir. Klar, gute Ripper sind da draußen schwerer zu finden als 4-Sterne-Hotels. Wie wär's, wenn du einfach mal reinschaust, wenn du in der Stadt bist, ne? Ich glaube, ich könnte einer alten Stammkundin einen kleinen Rabatt geben. Danke, Vic, ey. Bis dann, Vic. Wenn ich mich in der Stadt noch zeigen darf, ey. ich bin mit dem Ende eigentlich im Moment ziemlich zufrieden. Wir wissen zwar nicht, wie lange Zeit wir jetzt noch hat, bis ihr Körper dann komplett ausschaltet, aber es ist trotzdem schön. Sie soll die Zeit genießen. Wie? Ist an den Gerüchten was dran? Du wählst dich mit den Aldegaldos im Dreck? Ach komm. Hast du den Verstand verloren, Chica? Hast wohl noch nicht genug Ärger, was? War Night City zu langweilig für dich? Eso es totalmente loco. Das ist total verrückt. Nein, es ist der richtige Weg. Pass bloß auf dich auf, ja? Und mach keine Dummheiten. Denn ich gehe nicht auf noch eine Beerdigung. Naja, wenn du mal ein paar vertraute Gesichter siehst, schau bei Mama Wellis vorbei, okay? Ruf mich nur vorher an. Dann mache ich meine Chilaquiles. Nur für dich. Kümmer dich mal um Misty. Cuídate, baby. Ja, pass auf dich auf. Und pass auf Misty auf. Kümmere dich um sie. Mal gucken, wer noch anruft. Wir haben Takemura lange nicht gesehen. Das wäre vielleicht wahrscheinlich der Arasaka-Weg gewesen, dass wir da mit denen nochmal zu tun gehabt hätten. Hey Judy! Hey, wie? Ich weiß, was du denkst. Wieso hinterlässt mir mein verrücktes Output eine Nachricht, während ich Frühstück mache? Ja, du kennst mich ja. Ich
bin echt schlecht darin, meine Gefühle auszudrücken. Also, ach egal, ich dachte mir, ich sag's dir einfach so. Wie? Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich glücklich bin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich wenn man vom Teufel spricht. Bis bald. Das Frühstück ist fertig. Wie sie gestrahlt hat am Ende. Sie ist glücklich, das ist auch schön. Hat sie auch verdient. Wie? Hey, Mitch! Hey! Oh, die Arasaka-Nummer. Shit, mein Herz hämmert immer noch. Ein paar Nomaden gegen den größten Scheißkonzern der Welt. Ich meine, das waren so viele. Oh ja. Ich hätte nie gedacht, dass wir da lebend rauskommen. Aber wir haben es geschafft. Und weißt du auch warum? Weil du uns angeführt hast, wie die verrückteste und übelste Söldnerin zwischen Pacifica und den Appalachen. Keine Ahnung, was du gerade treibst, welche Pläne du hast. Aber denk dran, wir würden jederzeit mit dir durch die Hölle gehen, Schwester. Bis zum nächsten Mal, ja? Mach's gut. Hau rein, Mitch. Wir werden uns wiedersehen. Ob Claire anruft? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die hat die Schnauze voll von Wie. Es wird schwarz. Was? Das ruft keiner mehr an? Nur die? Ah, nee. Ich dachte, es wird schon dunkel. Rogue hier. Rogue! Ich wollte nur... Oh, Mailbox. Warum nicht? Wie? Ich habe mich gefragt, ob du Johnny was ausrichten kannst. Zwei Sachen, um genau zu sein. Erstens, er ist ein arroganter, egoistischer Hurensohn. Ja. Und zweitens, war nett, mal wieder mit ihm zu sprechen. Smasher ist tot. Passt gut auf euch auf, ja. Naja, wir sind ja jetzt getrennt. Das weiß ich halt wahrscheinlich noch nicht. Falls Johnny da noch irgendwo ist im Cyberspace, vielleicht kriegst du eine Nachricht von ihm. Oder von Alt. Alt, das übermächtige Wesen, was jetzt so viele verschiedene Leute in sich aufgenommen hat. Hey, gerade ist was Lustiges. Ach, scheiße, schon wieder der AP. Ja. Gehst du jemals ans Telefon? Ernsthaft, der Datatron-Kundendienst ist schon schwer an die Strippe zu kriegen, aber du... Ach, was wollte ich jetzt? Ach ja, der Agent von Askrex hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit denen auf Tour will. Und ich so, nur über meine Leiche. Ach komm. Aber dann habe ich mir gedacht, Moment mal, das könnte vielleicht lustig werden. Ja, weiß. So, da hast du den neuesten Klatsch und Tratsch, falls es dich interessiert. Ruf zurück, wenn du kannst. Okay? Hallo, alleine auf Tour mit den drei Mädels? Das ist doch... Besser geht's doch gar nicht. Ich wünsche viel Spaß. Siehst du, ist doch gar nicht so schlecht gewesen, so, dass die den Song gecovert haben. Sonst hätte er die Mädels wahrscheinlich nie kennengelernt. Und jetzt geht er auf Tour. Hey, also, folgendes. Yo. Ein paar Typen vom 5. Revier haben den illegalen Waffenladen hochgenommen. Cool. Abgesägte Gewehre, Taser, Senfgaskanister. Der Befehl von oben lautete, alles dem Erdboden gleichzumachen. Aber dann dachte ich, vielleicht kann man das Zeug besser nutzen. Für eine gute Sache. Hab nicht vergessen, was du für mich und Randy getan hast. Die Stadt braucht mehr Leute wie dich. Und ich sorg dafür, dass sie gut ausgerüstet sind. Das hier geht auf mich weh. Wir sehen uns. Alles klar, River, hau rein. Und grüß deine Schwester von mir. So ist doch ein super Abspann, ne? Dann läuft nicht nur die Credits so durch, sondern es gibt auch mal diese tollen Nachrichten von den ganzen wichtigen Charakteren im Spiel. Dann kann man sich das doch mal durchlaufen lassen und auch angucken. Oder auch nicht, also nicht überspringen und sowas. Hey, Jefferson! Wow. Jefferson Perales hier. Du weißt Yo. Schon, Bürgermeister von Night City. Aha. Ich rufe an wegen unseres jüngsten Programms gegen die Obdachlosigkeit. Oh. Was hältst du davon, Chefin meiner Leibwache zu werden? Hm? What? Wie du weißt, gibt es nicht viele Leute, denen ich vertrauen kann. Und nächste Woche werden wir die Kommunalsteuern erhöhen. Also könnte die Situation etwas haarig werden.
Komm vorbei und wir werden ein gutes Angebot aushandeln. Ich bin kein Geizhals, wenn es um Sicherheit geht. Na schön. Also, wir hören voneinander, wie. Und die hatten doch eigentlich den Kontakt zu Wie gelöscht. Also ich konnte sie ja nicht mehr anrufen, die Perales. Er ist also Bürgermeister geworden. Vielleicht wird er immer noch von der KI gesteuert, wer weiß. Und erhöht die Steuern. Dumm gelaufen. Ah. Das ist schon storymäßig echt ein geiles Spiel gewesen. So. Auch wenn es natürlich viele, viele Bugs noch hat und Fehler. Hey, Wie. Misty. Ich hab gerade an dich gedacht, also hab ich mal schnell die Karten gelegt. Ich weiß, die Deutung ist nicht so stark, als wenn du hier wärst. Aber wir haben uns schon so lange nicht gesehen und ich... Nun, eins kam zum anderen. Weißt du, was ich gezogen habe? Den Wagen, die Liebenden und die Sonne. Sieht so aus, als ob dir in den Badlands ein gutes Leben bevorsteht. Das ist schön. Viel Glück, Wie. Genieß deine Freiheit. So, da sind wir nach den Credits wieder in der Stadt. Auch noch hier bei Biotechnica und mitten im Zentrum der ganzen Konzerne. Denn nach dem Abspann wird halt gesagt, ja, du kannst halt wieder dich weiter in der Stadt umsehen, kannst auch Aufträge machen und so weiter. Aber die Hauptgeschichte von Cyberpunk haben wir abgeschlossen. Hier ist deine Belohnung. Okay, herzlichen Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte von Cyberpunk abgeschlossen. Deinem Inventar wurde eine besondere Belohnung hinzugefügt. Hinweis, falls deine Belohnung Cyberware sein sollte, musst du bei einem Ripper-Dog vorbeischauen, um sie benutzen zu können. Okay, triff dich mit Hanako im Embers. Ah, da können wir ab dem Zeitpunkt also jetzt quasi nochmal weiterspielen und dann uns vielleicht für einen anderen Weg entscheiden. Das ist nämlich die Quest. Bei dieser Quest wird man rausgeschickt und das Embers ist genau hinter uns. Wir könnten also theoretisch auch da reingehen und dann, ja, ein anderes Ende wählen. Aber da bin ich ja mal nicht so der Freund von, denn man spielt dieses Spiel einmal komplett durch und entscheidet sich dann für ein Ende. Und den anderen Weg würde ich mir auch halt später mal anschauen, wenn ich dann vielleicht eine PS5 habe und dann das Spiel für mich nochmal so privat spiele, auf der PS5 dann, um zu gucken, auch wie besser das dann läuft und so. Aber hier für das Let's Play sind wir am Ende angekommen. Okay, hier ist was Neues. Die alte Kaldos-Jacke, jo. Die, weil man die auch halt storytechnisch jetzt von dem Zeitpunkt an erst später bekommen würde, habe ich sie jetzt trotzdem da. Und eine Waffe habe ich auch neu. Ein Snipe hier. Overwatch, das hatte ich doch vorher schon. Neues Messer oder Baseballkeule nicht. Vielleicht haben wir ja Cyberware bekommen, aber das müsste ich mir halt erstmal angucken. Neues Visier, das. Also hier ist jetzt gerade keine neue Belohnung noch drin. Ich hätte doch eine andere Hose an am Ende des Spiels. Die sind weg. Die Items, die ich dann in der Arasaka-Mission bekommen habe, die Hose und die Schuhe, die sind weg. Die habe ich jetzt nicht behalten. Es ist also quasi wieder zurückgesetzt worden an diesen Zeitpunkt hier, bevor man dann mit der guten Dame spricht hier, mit Hanako. Item, nee, ich wollte mir meine Items mal angucken. Cyberware. Ah, hier sehe ich nicht was, sehe ich so, dass das was Neues. Verfügbare Mods hier zum Beispiel. Bei Arme, da haben wir moderater Chemieschaden. Verursacht Chemieschaden, kann mit einem Angriff bei mehreren Zielen Vergiften auslösen, effektiv im Kampf gegen Gruppen von Gegnern. Als Arm Monodraht Chemieschaden, das ist ja geil. Den packe ich da mal rein. Was hatte ich vorher bei Monodraht? Physischen Schaden. Und jetzt habe ich Gift-Nanodraht. Habe den ja selten benutzt, aber der war auch nicht so geil. Hier habe ich 8 neue Sachen gekriegt. Achso, das sind nur die. Ja, ja. Da haben wir auch hier etwas Überhitzen in Thermalschaden in Legendär. Habe ich auch gekriegt. Geil. Auch noch nicht benutzt. Okay, wo haben wir noch was Neues? Hier bei Auge. Wenn es nur dann die Jacke ist, dann ist ist es ja nicht so viel. Das war's. Ich kann mir halt hier noch was reinbauen in die Augenmod. Markiert automatisch Gegner, die dich entdeckt haben.
Markiert automatisch Gegner, die dich entdeckt haben. Oder? Keine deiner Waffen ist tödlich. Kopfschüsse verursachen keinen zusätzlichen Schaden. Smartwaffen greifen vornehmlich Gliedmaßen an. Also wenn man da jemanden nicht töten möchte, ist das hervorragend. Erlaubt es dir, den exakten Explosionsradius deiner Granate zu sehen. Okay. Aber sonst sehe ich jetzt hier gerade keine neuartige Belohnung. Außer, dass ich jetzt halt die alte Kaldus-Jacke jetzt hier schon habe. Aber ist doch nicht die Belohnung. Finde ich jetzt nicht so stark als Belohnung. Naja. Wir sind durch, Leute. 85 Stunden Let's Play von Cyberpunk hier auf meinem Kanal. Gespielt auf der PlayStation 4 Pro. Deswegen auch nicht so optimal von der Optik her, aber ich war eigentlich zufrieden. Kleine Bugs, ja. Aber das haben alle. Es muss halt noch viel getan werden an dem Spiel, dass es irgendwann mal richtig gut läuft für ein tolles Erlebnis. Und wenn das soweit ist, werde ich es vielleicht nochmal spielen auf der PS5 für mich dann. Und dann hier mal eins der anderen Wege ausprobieren. Wenn ihr das Spiel selbst gespielt habt, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ist bei euch das Spiel ausgegangen, für welchen Weg habt ihr euch entschieden. Verratet aber nicht so viel, sagt halt einfach nur, ja, Arasaka-Weg oder, keine Ahnung, Johnny den Körper gegeben, wird mir schon reichen. Die Einzelheiten möchte ich noch nicht wissen, bevor ich sie nicht selbst mal gesehen habe. Also, ich bedanke mich bei allen, die hier eingeschaltet haben, hier, die täglich dabei waren bei der Geschichte mit Wie hier in Cyberpunk. Vielen Dank für die tägliche Unterstützung und den Kommentaren und die Daumen nach oben. Dankeschön und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Let's Play oder beim nächsten Projekt hier wieder mit dabei auf dem Kanal. Was es dann sein wird, werden wir sehen, was dann kommt. Ich muss mal gucken, was ich da noch zeigen kann. Also dieses Jahr, viele Spiele haben sich ja verzögert, aber ich finde da bestimmt wieder was. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.